Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Gestern wollte Sebastian wissen, ob man auch mit einer Unterwasserbeleuchtung die Fischfarben schön halten kann. Heute möchte er UV-Lampe und Heizer im Filter verbauen. Es geht um seine Innenhälterung und hat dazu folgende Frage. Hallo Herr Kamerum, dass Sie tolle Blogs machen, brauchen Sie ja nicht ständig erwähnen. Das brauchen wir ja nicht ständig erwähnen. Das steht ja einfach fest. Vielen Dank. Eine kurze Frage hätte ich einmal wieder mehr zu meinen Innenhälterungen. Kann ich bei einem Genesis-Becken mit der Zwischenwand dahinter gleich meine Tauch-UVC plus den Heizer verbauen, sodass ich beides nicht unbedingt auf der Druckseite der Pumpe verbauen muss und es dann einfacher und billiger wird? Denn eine Innenhälterung ist ja schon nicht die günstigste und es soll ja noch für Konishi-Fische reichen. Vielen Dank und Gruß Christian. Also wenn es darum geht, dass ums Budget der Fische, dann mach es so günstig wie möglich. Ja? Also du brauchst viel Budget. Nein, Spaß. Gut, dass du fragst, weil das, was du vorhast, ist prinzipiell schon nicht ideal und in deinem speziellen Fall absolute Kacke. Warum ist es absolute Kacke, wenn ich das so sagen darf? Christian meint Folgendes. Wir haben hier in unserem Becken hinten eine Zwischenwand. Ja? Da ist unten ein 1 cm Spalt und durch den 1 cm Spalt geht das Wasser durch. Also der 1 cm Spalt ist so, dass wir auch Tosai setzen können, ohne dass die von der Pumpe angesaugt werden. Und hinter dieser Zwischenwand saugt die Pumpe am Boden an, weil der Kot da ja unten ist. So, dann geht es zu unseren Beetfiltern, in den Filterturm, zurück ins Becken. Und jetzt fragt Christian, weil hinter der Zwischenwand ist ja das Wasser in etwa gleiches Niveau wie im Becken. Ja, ob er jetzt in diesem Bereich seinen Heizer und seine UV-Lampe legen kann. Und ich sage, das ist Quatsch, weil ich habe ja da überhaupt gar keine Anströmung. Warum habe ich keine Anströmung? Das Wasser kommt unten rein und geht unten gleich wieder raus. Oder also geht unten rein, hinter die Zwischenwand, und wird unten gleich wieder abgesaugt und wird zum Filter abtransportiert. Und von was lebt eine UV-Lampe? Davon, dass das Wasser nicht möglichst langsam, aber im richtigen Tempo dran vorbeiströmt, dass die desinfizierende Wirkung einsetzen kann. Sprich, dass die ganzen Keime ausreichend lang, entsprechend ihrer Bestrahlungsdauer, Bestrahlungsintensität, was wir brauchen, dass sie ausreichend lang bestrahlt werden und so abgetötet werden. Wenn da hinten aber keine Strömung stattfindet, wie sollen dann da Bakterien abgetötet werden? Eins kann ich dir versprechen, das Volumina, was du da drin hast, das ist wahrscheinlich keimfreier oder hat eine geringere Keimbelastung als dein Trinkwasser, aber du wirst nicht dafür sorgen, dass dein Becken einen geringen Keimdruck hat. Von daher kann ich dir nur empfehlen, investier die paar Euro für diesen Reaktor, da hast du deinen Heizer drin, da hast du deine UV-Lampe drin, dann funktioniert das alles sehr gut, dann ist es auch vernünftig aufgehoben. Du siehst auch immer gleich, funktioniert deine UV-Lampe, weil du hast oben hast du so ein Sichtglas drin. Wenn ich hier abends einmal reinkomme, Licht ist aus, sehe ich sofort an der ganzen Anlage, ob die UV-Lampen laufen. Genauso ist es mit dem Heizer, da ist dann wirklich nur der Heizstab im Wasser drin und nicht der ganze Heizer, was auch die Langlebigkeit dieses Bauteils verlängert, weil wenn die im Wasser liegen, da wo Strom, wo das Kabel gegen Wassereintritt abgedichtet werden muss, das ist immer riskant, wir salzen unsere Teiche hin und wieder auf. Auch das ist für diese Übergänge nicht immer gerade förderlich, also von daher auch da ideal, wenn nur der Heizstab im Wasser ist. Und auch bei der Heizung muss ich sagen, wenn ich irgendwo meine Heizung einbaue, wo kein Wärmeabtransport stattfindet, ob das unbedingt Sinn macht, möchte ich auch einfach mal in Frage stellen. Also pack beides in einen dieser Genesis-Reaktoren rein, wie wir es auch haben. Dann passt das und auf die 3,50 Euro kommt es dann immer an. Und das Budget gebe ich dir frei von den Konishi-Fischen. Mach's gut, Christian. Vielen Dank für dein Interesse und für Ihr Interesse natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.